Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, an diesem Turnier teilzunehmen mit der Meisterschaft der Maskierten. Ja, wir sind im Finale und ich habe da schon so eine Vermutung, wer die Finalisten sind. Das werde ich einmal mit Tom sein und einmal der ältere Mann mit der jungen, wunderhübschen Frau, finde ich. Ja, mit ihrem langen schwarzen Pferdeschwanz und mit ihrem grünen Kleid. Ist das ein Kleid gewesen? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich meine ja. Oder war es ein grüner Mantel? Auf jeden Fall ist sie grün gekleidet. That's right. Just two teams remain. Und ich finde diese Frau brutal hübsch. Oh, die ist so hübsch und ich bin so gespannt. Ich muss diese Frau unbedingt näher kennenlernen. Und ich hoffe, wir werden sie dann jetzt auch demnächst dann in unsere Gruppe bekommen. Das wäre so toll. Invincibles, if you please. They're hot favorites, folks. But will our hometown hero be able to retain his crown? Or will surprise newcomers Rab and Jade snatch glory from the reigning champ? Will the princess and the pudding please take to the stage? Ja, Jade, so war ihr Name. So war ihr Name. Ich wusste, dass die im Finale sind, die beiden. Okay, es ist klein. Ein Kleid. Yes, it's the girl who moves like lightning and the old guy who doesn't move at all. Will they be making history here today? It's time to find out. Something about these two gives me the willies. But we got this. Time for a little good luck boost. Glückstrank. Tom zieht den Stöpsel aus der Flasche und trinkt sie in einem Zug aus. Zack, und schraubt dann den Stöpsel nochmal drauf. Did you see that? Schummelt er, oder was? I did. Oh yeah! Let's do this. Let's win this thing. Okay, was genau da haben sie denn gesehen? Show us what you've got. Uh-oh. This is it, folks. One last time now. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Kampf hier sehr schwer sein könnte. Fight! Okay. Die Musik ändert sich, ne? Die Musik ist hier anders. Oder? Jade greift an. 25, die verteilt hier Chang-Li-Kicks. So, Jade und Bodo. Okay. Knister. Geht nur auf einen. Fauch ebenfalls. Ah, Gähnen. Komm, dann schlaf du mal. Verfehlt, alles klar. Das bringt uns nicht weiter. Was für ein Kick war das? Okay, ich wäre auch dafür, erstmal Jade auszuschalten. Denn ich glaube, sie könnte uns wirklich am gefährlichsten werden. Was ist das gewesen? 41. Analysier die Lage. Propeller. Komm, Jade. Verfehlt. Gähnen. Nein, 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 nein. Oh, verfehlt. Bei mir wirkt's auch nicht. Zaubern mit Heilung. Mittelheilung. Schon wieder, ne? Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Mitheilung. Das ist aber die Mittelheilung. Oh. Oh, das darf doch nicht wahr sein, oder? Ist sie gekräftigt. Starke Arznei, danke. Dann kann ich ja doch noch einmal angreifen. Ah, ich hätte vielleicht den Flammenhieb einsetzen sollen. Das war so klar, dass ihr beide jetzt gekräftigt seid. Schwarzer Stiefel. Sind wir vergiftet? Gott sei Dank nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch eine Zustandsveränderung austeilt, so wie das ausgesehen hat. Fähigkeiten, Flammenhieb. Komm schon.
Okay. Danke für die starke Arznei, dankeschön. Ja! So, warum möchte er denn mal nicht seine Kuhkraft einsetzen? Die Händlerblock bringt mir gar nichts. Zauber. Setz jetzt mal nochmal den Flammenhieb ein. 47, das ist doch nicht schlecht gewesen. Ritz. Hey, bitte nicht so machen. Nicht noch einmal. So, komm, der Flammenhieb. Perfekt, 46, sehr gut. Jawohl. Ich glaube, Jade hat... Hey, nein, 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 nein. Das war nicht so abgemacht. Okay, Fähigkeiten, Flammenhieb. Daneben, nein. Oh, oh. Nein, er ist eingeschlafen. Das ist nicht gut. Zaubern, Mittelheilung. So, dann muss ich mich jetzt heilen. Das ist aber ja auch kein Problem. Knack, was ist Knack? Achso, das hier. Genau, greif ihn an, damit er wach wird. Zaubern, Fähigkeiten, Flammenhieb. Bleib trotzdem dabei. Jawohl. Nein, er heilt sie wieder. Muss ich ihn als erstes erledigen? Okay. Gut, dann machen wir das eben anders. Flammenhieb. Bodo. 39. Er analysiert die Lage. Sie greift an. Er schläft immer noch. Ich muss mich heilen. Sonst wird das hier nicht so gut enden. So, meine Kuhkraft hat mich jetzt auch verlassen. Okay, er ist wieder wach. Sehr gut. So, Fähigkeiten, Flammenhieb. Bodo. 30 nur. Ah, ich dachte jetzt gerade für einen Moment. Ha, nicht genügend MP. Okay, wir müssen Bodo erledigen, Leute. Komm. Okay, Flammenhieb. Dann bringt ihm nämlich jetzt auch seine Kuhkraft nichts mehr. Jawohl. Okay. So, und sie kann jetzt auch nicht mehr geheilt werden, aber ich muss mich heilen. Okay. Er fehlt. Also einmal zumindest. So, Flammenhieb. Okay, sie bleibt genau vor unserer Nase stehen. Okay, jetzt läuft sie nochmal zurück. Warum liege ich auf dem Boden? Oh mein Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Look out! That mark. Jetzt sieht er es auch. What in the w- It can't be. Caught you napping, old man. You too? What's with everybody all of a sudden? Nein. You're up, partner. We have a winner. So hart hätte man jetzt mit ihr auch nicht sein müssen. Vince Vanquish has done it again. Take the final! And what a final it was! Stick around for the award ceremony, folks! We did it, man! We won! It wasn't easy, though, huh? That was the toughest tournament yet. Thanks for seeing it through with me, partner. Hey,
The grand prize is something called the Rainbow. Word is, it's worth a bunch of dough. How about we sell it and split the... Ja, irgendwas sagt mir, das hat irgendwas mit seinem Trank zu tun. Hey, Glückwunsch, das war ja eine unglaubliche Vorstellung da draußen. Die Sache mit Tom ist natürlich sehr schade, aber es heißt, dass er nicht zu lange außer Gefecht sein sollte. Vermutlich fordern einfach alle die Jahre als Kämpfer ihren Tribut. Jedenfalls wird die Preisverleihung so lange verschoben, bis er wieder auf den Beinen ist. Sieht so aus, als bleibt ihr uns noch etwas länger erhalten, Champion. Die Turnierleitung hat dafür gesorgt, dass ihr in der Herberge kostenlos übernachten könnt. Warum ruht ihr euch nicht etwas aus? Okay. Ja, damit habe ich jetzt auch gar kein Problem. Also selbst wenn wir jetzt den ersten Preis bekommen hätten, würde ich sowieso noch etwas hier bleiben in Zwistanbul. Denn ich habe hier noch nicht mit einem gesprochen, ne? Es freut mich ja wirklich, dass ihr das Turnier gewonnen habt, aber... Ich muss ständig an die verschwundenen Kämpfer denken. Ich will euch ja nicht in die Suppe spucken, aber solange sie nicht wieder aufgetaucht sind, glaube ich nicht, dass mir zum Feiern zumute sein wird. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ach, Tom. Wir hätten wissen müssen, dass Tom es übertreibt. Die Belastung muss enorm für ihn gewesen sein. Total. Ach, Tom. Für einen Kämpfer reicht es heutzutage nicht mehr aus, sich in der Arena durchzusetzen. Man muss dabei auch noch gut aussehen. Die richtige Hauptpflege ist total wichtig. Ach ja, stimmt, das ist der Typ gewesen, ja. Er wiederholt sich auch wieder und möchte mir dann vermutlich hier noch seine Creme andrehen. Nee, danke. So. Wie sieht's denn hier aus? Jemand Neues da? Nee. So, mit ihm könnte ich jetzt hoch. Oder? Der Aufzug ist vorläufig außer Betrieb. Die Preisverleihung wird so lange verschoben, bis es Tom wieder besser geht, wisst ihr? Ah, ich dachte, wir würden aber noch hochkommen. Gut. Dann kommen wir eben nicht hoch. Soll mir recht sein. Dann werde ich mich da eben später umschauen. So. Dann sind wir wieder hier. So, dann gehen wir doch erstmal hier rein. So, lass uns mal hier rein. Hallo. Darf hier doch kostenlos übernachten, nicht? Nicht wahr? Aber muss ich denn übernachten? Nee, nicht wirklich. Und hier unten bin ich doch auch gewesen in der vorletzten Folge, meine ich doch zumindest. Hier habe ich mich doch umgeschaut. Ne? Ja. Genau, ja, stimmt. Alles klar, ich weiß es wieder. Obwohl ich die letzte Folge, als wir hier gewesen sind, vor 2 oder 3 Stunden aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen ich heute aufgenommen habe. Ich glaube, das hier ist jetzt die 4. Folge. Ne, die 3. Das hier dürfte die 3. Folge sein, die ich aufnehme. Nun gut. Hoffentlich geht es dem Champion gut. Oh, ihr seid es. Der sogenannte Champion. Warum musstet ihr meine schöne Jade nur so verprügeln, hä? Konntet ihr das dem armen Mädchen nur antun? Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Muss ich doch gestehen. So, hier könnten wir beten und so. Hier möchte ich rein. Hier sind wir noch nie drin gewesen. Hallo? Tut mir leid, dass ich einfach so in dein Haus stürme. Oh, Brötchen. Sehr nice. Hallo? Ich mache mir große Sorgen um Tom. Aber es konnte bestimmt bald... Aber er kommt bestimmt bald wieder auf die Beine. Dann bekommt ihr auch eure wohlverdiente Preisverleihung. Ja. Die brauchen wir auch. Brauchen wir auch. So, dann mach das hier mal kaputt. Jawohl, schön Sporn erhalten. Schön Sporn. So. Wie sieht's denn hier unten im Keller aus? Ist das hier überhaupt der Keller oder sind hier die Schlafräume? Oh mein Gott. Ist ja wie in einem Horrorspiel hier. So, dann machen wir hier den Schrank auf. Ein Stück magisches Tierhaut. Okay. Hier gibt es kein Buch zum Lesen. In Ordnung. Hallo. Besucht ihr mich, mein Lieber? Wie aufmerksam von euch. Nicht jeder Champion würde sich die Zeit nehmen, mit einer alten Frau wie mir zu plaudern. Wisst ihr, ich fand immer, dass ihr ein gewisses Etwas habt. Ach, wäre ich 40 Jahre jünger.
Ah. Und sie starrt sich jetzt nur hier die Windmühle an. Okay. Hm. Vielleicht schwelgt sie gerade so ein bisschen in Nostalgie. Okay. Hallo. Ihr seid ja plötzlich mächtig berühmt geworden, nicht? Gut gemacht. Es gibt in Zwiestanbul bestimmt niemanden mehr, der euch nicht kennt. Ich hätte ja gute Lust, euch als Leibwächter zu verpflichten, aber meine Liebste fährt bestimmt an die Decke, wenn ich auch nur einen weiteren Heller ausgebe. Aha. So, möchte ich hier hoch oder nicht? So, hier komme ich woanders hin, das wollen wir dann mal vermeiden, also gucke ich mich erstmal hier auf der Seite um. Mama lässt mich nicht nach draußen. Sie sagt, es sei zu gefährlich. Mann, sie ist ja so ein Spielverderber. Außerdem verschwinden doch gar keine Kinder, sondern Kämpfer. Ja, aber deine Mama, die macht sich große Sorgen und, du darfst nicht raus, aber du bist doch draußen. Das, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hallo? Hoffentlich geht es Tom gut. Wenn er zu lange im Bett bleibt, geht ihm noch sein Waschbrettbauch flöten. Und das wäre nun wirklich ein großer Verlust für die Menschheit. Ah ja, alles klar. Natürlich. Wir stehen ja alle auf Waschbrettbäuche, ne? Also das ist... Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, hier ist eine Kiste. Hey, da sitzt schon wieder mein Freund. 800 Goldmünzen. Oh mein Gott. So, hier habe ich alles mal direkt kaputt gemacht, so wie sich das gehört. Gut, das scheint es dann auch gewesen zu sein. Hier oben können wir sonst nichts tun. Naja, denn. So, dann. Ja, hier runter. Genau, ich muss dann hier runter und hier hin. So, hier sind wir schon mal gewesen. Diesen Hund habe ich gestreichelt, das weiß ich noch. Noch gar nicht so lange her. Hier liegt ein Buch oder eine Notiz, aber ich kann damit nicht interagieren. Aber ich habe es gesehen. Meine Augen haben es wahrgenommen. Gut, dann wollen wir mal hier rein. Hallo? Sehr schön. So, Kürbisse kaputt machen. So, kein Buch zum Lesen. Die essen irgendwie alle dasselbe in jedem Haus. Aber immerhin, die Wände sind hier schön, ne? Hallo? Möchtest du ins Bett gehen? Ich wollte dich nicht aufhalten. Und stören auch nicht. Strumpfband erhalten. Das Turnier ist längst vorbei, aber mein Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Er führt irgendwo da draußen sein Lotterleben weiter. Das weiß ich genau. Alles klar. Lotterleben. Weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja, aber warum sitzt sie denn oben und hier unten? Ich meine, hier, hallo, hier brennt Feuer. Kann man doch nicht einfach unbeaufsichtigt lassen. Gut. Hier runter. So, ich glaube, hier können wir dann auch schon Geld ausgeben. Stark danach aus. Hier hat sich auch nicht viel verändert, seit wir zum letzten Mal hier gewesen sind. So, Moment. Aha. Ich glaube, ich kann doch hier was kaputt machen, aber bekommen tun wir nichts. Es überrascht mich nicht, dass Tom vor der Preisverleihung zusammengebrochen ist. Der Kerl hat sich einfach zu lange zu viel abverlangt. Soweit ich weiß, trinkt er das Zeug schon seit einigen Jahren vor jedem Kampf. Ich weiß ja nicht, was es ist. Aber Saft ist es jedenfalls keiner. Ja, er meinte, es wäre Glückstrank. Aber was das genau ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich meine, ich kann mir auch eine Flasche voll Wodka machen und sagen, das ist Schönheitstrank. Ja, dann hat das vielleicht auch Wirkung, ja? Denn umso mehr ich trinke, umso schöner werden die Menschen. Das kann natürlich sein. So, ich möchte... Oh, wo möchte ich hin? Ich glaube, ich starte erstmal hier, ne? Das ist eine Sackgasse hier, ne? Ah, hier geht's ja auch rein. Aber hier habe ich schon mal alles untersucht, ne? Durchsucht, untersucht, wie auch immer. So, dann möchte ich erstmal hier rein. Ach, wir kommen hier nicht rein. Das ist ja noch besser. Noch besser. Gut, dann möchte ich eben hier rein. Mal sehen, was es hier so gibt. So. Gut. Ah! Hallo.
Ich habe die MMA-Kämpfer eigentlich immer für Schläger und Strolche gehalten, aber ihr seid anders. Euch beim Kämpfen zuzusehen, das war irgendwie ein bewegendes Erlebnis. Vielen Dank, mein Gutster. Ihr habt mir wieder etwas Vertrauen in diese Welt zurückgegeben. Wirklich? Ah, okay, gut, vielen Dank. Und gar kein Thema. Und bekomme ich zur Belohnung ein Buch? Ja, hier ist ein Buch, das ich lesen darf. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die 125. Erdrianische Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Willkommen zur neuesten und zweifelsohne großartigsten Meisterschaft der maskierten Arena-Kämpfer. Hier eine Vorschau auf einige der Teams, die in dieser Saison im Ring ihren Ruhm erlangen wollen. Die Totengräber und El Luchador, ja, die kennen wir, das sind unsere ersten Gegner gewesen. Diese muskelbepackten Schwergewichte sind bereit, wie Königsschleime jeden Gegner zu plätten, der töricht genug ist, sich ihnen entgegenzustellen. Gillette, der fliegende Drache von Klatschmandu, und der Goldjunge, König des Charismas? Diese beiden Brüder der Gerechtigkeit sehen sich vielleicht nicht ähnlich, geben aber eine gefährliche Kombination ab. Die Zuckerknoten Rhonda und Hannah, dieses deliziöse Duo, muss man nicht mehr vorstellen. Allein ihr Aussehen ist legendär und ihre Fähigkeiten im Kampf sind nicht minder exquis. Was? Minder exquis? Hat er gestanden? Exquisit? Ich weiß es nicht mehr. Bin überfordert gerade gewesen. Wer wird den Sieg erringen? Wer wird die Krone emporheben? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Schaut es euch an. Ja, haben wir gesehen, haben wir alle bekämpft und ja, ne? Wir sind jetzt auf dem ersten Platz und ich kann es kaum abwarten, bis es Tom besser geht, damit ich mir meinen Schillerzweig nehmen kann. So. Ja, ihn hier wollte ich eigentlich ursprünglich in der Gruppe haben, ne? Als ich gedacht hatte, das war der gewesen, der ganz links gestanden hatte. Wo ich sagte, oh, hoffentlich kommt er. Ja, und jetzt, wo ich sehe, dass es der Goldjunge ist, gegen ihn haben wir ja gekämpft. Aber der ist ja so arrogant, ne? Fällt mir gerade ein. Für mich ist das Turnier gelaufen, aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Rionaldo zu begegnen, hat mein Leben verändert. Mit ihm zu kämpfen hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin, weißt du? Ich würde keine Sekunde davon missen wollen. Dank ihm kenne ich nun mein wahres Ich. Und bei unserer nächsten Begegnung werde ich ihm zeigen, wie viel ich gelernt habe. Alles klar. Dann tun sie das. Und ich werde hier nicht reingehen, so wie es ausschaut. Gut, dann werde ich erstmal hier reinlatschen. Und mal sehen, welche Art von Waffen ich hier einkaufen darf. Und welche mir weiterhelfen. Hallo. Willkommen im Waffenladen. Womit kann ich euch helfen? Was möchtet ihr kaufen? Stahlbreitschwert. Hallo. 3000. Schwarzes Schwert. 2100. Giftmottenmesser. Haben wir das nicht? Haben wir doch, ne? Ja, er kann auch mit einem Bumerang arbeiten, ne? Zuckerstange. Stab der Schnelligkeit, die Hypnopeitsche und die Kampfgabel. Oh Mann, ich möchte das schwarze Schwert. Es sieht ein bisschen so aus wie die Waffe von Squall, ne? Ein schwarzes Schwert, ja, dann nehmen wir das doch. Mike darf das auch direkt ausrüsten. So, hier, bitte. Möchtet ihr euch gleich damit ausrüsten? Ja. Schwarzes Schwert, wunderbar. Und ich habe wieder kein Geld mehr. So, das ist es schon gewesen. Boah, leck, sieht das nice aus. Echt schön. Richtig schön. Das hat sich doch gelohnt, auch wenn wir jetzt kein Geld mehr haben. Aber hey. Rüstungen werden wir jetzt vorerst keine kaufen können. So, hier werde ich jetzt auch nicht viel tun können. Was war das hier denn nochmal? Hier kann ich doch Items kaufen, ne? Oh Mann, das Turnier ist zwar vorbei, aber ich kann immer noch nicht schlafen vor lauter Aufregung. Aber wie dem auch sei, willkommen im Kramladen. Der Kramladen, natürlich. Toughest Tattoo. Was?
Eigentlich ist sie nur ein Aufkleber, aber dennoch verleiht dir diese Körperzeichnung Kraft. Echt, das hatte ich ja auch bisher noch nie in einem Videospiel, dass es sowas gibt. Okay. Wir haben aber kein Geld. Ich möchte mich aber trotzdem hier mal umschauen. Ich werde auch trotzdem noch in den anderen Laden laufen. Vielleicht kann ich da irgendwie was aus einem Bücherregal lesen oder so. Ja, hier. Das hier ist der Laden, in dem ich rein wollte. So, hallo. Kaufen werde ich hier nichts. Es sei denn, du bist günstig. Willkommen im Rüstungsladen. Was kann ich für euch tun? Okay. Oh, Goldklasse. Ja, aber gut, das meiste haben wir. Steinschutzhelm. Lederhaarband. Schade. Maske der Mobilität. Haben wir die nicht? Hatten wir nicht irgendwas mit Mobilität? Irgendwas hatten wir doch da. Eisenrüstung. Mantel des Meidens. Okay, nein, du kannst uns vorerst nicht behilflich sein. Trotzdem, danke. So. Gut, hier bin ich überall gewesen. So, dann werde ich jetzt hier hochlaufen und hier hoch. Und werde dann jetzt mal übernachten. Und bin dann mal gespannt, ob dann irgendwas passiert. So. Oh, hallo. Ich habe von der Sache mit Tom gehört. Wir sind alle ziemlich geschockt. Hört mal, die Turnierleitung hat etwas Geld zur Verfügung gestellt, damit ihr heute kostenlos übernachten könnt. Nach allem, was passiert ist, wollt ihr schon mal auf euer Zimmer gehen? Ja, das wollen wir. Gut, dann zeige ich euch jetzt euer Zimmer. Erholt euch nur gut, ja? Ich will nicht, dass es euch wie eurem Partner ergeht. Nee, nee. Das klappt alles schon. It's me, Rob. I need a wee word with you. Can I come in? Just you in here, eh, laddie? I was hoping to speak to your pals, too. Could you ask them to join us? Klar, wir rufen die jetzt auf ihren Mobiltelefon an. The lass here was fighting within the tournament. She's missing. I've looked all over town, but she's nowhere to be found. I can't help but worry she's got herself caught up in something. Will you help an old man look for his wee friend? Natürlich. You're a star. With yourself and your pals here to help, I'm sure we'll find her in no time. Right. The last place anyone saw her was over by the orphanage. Let's start there, shall we? Aha, okay. Dann gehen wir dorthin. Gar kein Thema. Dann gehen wir doch dorthin. Ist der jetzt mit uns? Nein, nicht mit uns in der Gruppe. Schade. Ja, dann wollen wir doch mal zum Waisenhaus. Ich muss nur kurz nochmal die Karte aufrufen, weil ich den Weg nicht auswendig kenne. Ach, der verfolgt uns. Er läuft uns nach. Finde ich gut. So, Moment. Ah, alles klar. Ich weiß es wieder. Dann... Hey, du hast doch beim letzten Mal nicht hier gesessen. Hey. Es überrascht mich nicht, dass Tom von der Preisverleihung zusammengebrochen ist. Der Kerl hat sich einfach zu lange zu viel abverlangt. Soweit ich weiß, trinkt er das Zeug schon seit einigen Jahren von jedem Kampf. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber Saft ist es jedenfalls keiner. Gut, aber er wiederholt sich. Er wiederholt sich. Mit ihm hatten wir schon mal gesprochen. So, dann hier runter, hier entlang. So, und dann hier hoch, ne? Genau. So, stopp. Denn hier in der Ecke habe ich mich auch noch nicht genauer umgesehen. Hier ging es hoch, aber hier ist dann gleich dieser Junge, ne? Nein, wir sind hier am Waisenhaus. Wir sind am Waisenhaus. Hier war mal der Junge. Aber da möchten wir ja jetzt noch nicht hin, weil ich bin hier noch nicht fertig. Du musst jetzt mal gerade mitkommen, weil ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. So, ich weiß, warum Tom niemandem erzählt hat, dass er krank ist und warum er trotzdem gekämpft hat. Er hat es nur für die Kinder getan, wisst ihr? Er hat sie unglaublich lieb. Er ist ein echter Held. Ich würde am liebsten zum Waisenhaus gehen, ihm die Stirn abwischen, ihn mit Suppe aufpäppeln und ihn hegen und pflegen. Meint ihr, das würde ihm gefallen? Ja, probieren kannst du es ja mal. Kannst du ihm ja anbieten, ihm ein bisschen unter die Arme zu greifen. Hier komme ich nicht rein. In Ordnung. Aber hier komme ich rein. Hier komme ich rein. Hier bin ich noch nicht gewesen. Komm ruhig rein. Das ist bei uns üblich. Wir dringen einfach gerne in fremde Häuser.
Aber er folgt mir nicht. Er ist gar nicht reingegangen, ne? Er wartet draußen. Er hat mehr Anstand als wir. Wir nicht. Wir haben keinen Anstand. Wir haben hier auch nichts gefunden, aber vielleicht hier. Mach das mal schön kaputt. 24 Goldmünzen. Wunderbar. Ich habe mir dein Erspartes geklaut. Tja, ihr habt es geschafft. Glückwunsch, junger Mann. Es hat großen Spaß gemacht, euch da draußen kämpfen zu sehen. Ist aber schon traurig, was mit Tom passiert ist, was? Hoffentlich geht's ihm bald besser. Ja, hoffentlich. Wir werden jetzt mal ins Waisenhaus gehen und nach ihm schauen. So, wo ist er denn? Ah ja, hier ist er. Okay, alles klar. Alles klar. Huch, nee, wo ist denn die Treppe? Ist doch eine Treppe gewesen. Ah, hier ist sie. Oh, hier ist doch die Treppe. Okay. Ah, stopp. Vielleicht ist hier noch was drin? Nee, sieht nicht so aus. So, dann wollen wir mal ins Waisenhaus. Okay. Er kam jetzt auch nicht rein, ne? Oh, das ist übel, Herr Mike. Ganz furchtbar übel. Tommy ist nicht hier. Er sollte eigentlich schlafen, aber er ist fort. Und unten im Garten ist auch etwas ganz Merkwürdiges passiert. Okay, unten im Garten? Tommy ist verschwunden. Er sollte im Bett sein, aber er ist nicht da. Was, wenn er nie zurückkommt? Was soll dann aus uns werden? Tommy hat gesagt, ich würde bestimmt mal einen guten Priester abgeben. Also übe ich fleißig. Also mal sehen, ob ich mich an alles erinnere. Ihr seid ja noch spät auf, aber keine Sorge, unsere Gebete werden zu jeder Stunde erhört. Wie kann ich euch helfen? Vorerst mal gar nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Ich möchte erstmal die Karte hier öffnen. Ach, ich sehe das Gebäude nicht. Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Ah, das hier könnte der richtige Weg sein, weil wir da noch nie gewesen sind. Da laufe ich mal nicht lang. Gucke erstmal hier so, was in den anderen Zimmern abgeht. Vor sich geht. So, hallo, gute Frau. Ich verstehe schon, wisst ihr? Ich weiß, dass sich Tommy unseretwegen so viel aufbürdet. Er muss ja so viel zu tun haben, aber er lässt es sich uns gegenüber nie anmerken. Für uns Kinder hat er immer ein Lächeln parat. Und jetzt ist er verschwunden und wir können nichts dagegen unternehmen. Ich komme mir so hilflos vor. Verstehe, ich würde mir auch so gehen. Als wir aber beim ersten Mal hier waren, war das Mädchen nicht hier. Ne? So, hier müsste dann der Bub sein, der im Bett liegt. Okay, hier liegen jetzt auf einmal mehrere Kinder im Bett. Unten im Hof ist was los. Ich glaube, da ist etwas Schlimmes passiert. Oh, was ich sagen wollte. Wenn ihr mal müde seid, dürft ihr gerne eins der Betten hier benutzen. Die sind echt bequem. Versprochen. Dankeschön, das ist wirklich sehr nett, dass du uns ein Bett anbietest. Gib uns Tommy zurück. Okay, alles klar. Sie schlafen, die Kinder. Dann sollen wir sie auch schlafen lassen. Und? Schläft hier auch jemand? Ne, hier schläft niemand. Moment. Habe ich dieses Buch gelesen? So ein Glück. Schmetterlingsgefühle, doch, kennen wir. Kennen wir dieses Buch, haben wir bereits gelesen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, und hier drin wird dann auch nichts sein. Irgendjemand hat ihm doch was geklaut, ne? Das sind ja seine Tinkturen. Hier ist aber ein Buch, das wir noch nicht gelesen haben. Hier steht ein Buch mit dem Titel Erinnerungen eines Schatzsuchers, Band 1. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. In diesem Tagebuch werden die Abenteurer eines bescheidenen Medaillenjägers beschrieben. Ich hoffe, es bietet den Lesern zumindest eine unterhaltsame Ablenkung. Mein Name tut nicht viel zur Sache, aber wenn ihr mich unbedingt irgendwie nennen müsst, nennt mich Anonym. Warum habe ich mich auf meine Suche begeben? Nun, das Angebot des Kriegerwälder, Ministerpräsidenten von einer Million Goldmünzen für ein bestimmtes Artefakt, hat dabei keine unerhebliche Rolle gespielt. Ich wollte erst Urheber lesen. Der Legende nach brachte der Lichtbringer bei seiner Rückkehr von Yggdrasil vor Jahrhunderten etwas mit, den Schillerzweig.
Als ich hörte, dass mich dieser kleine Stock zum Millionär machen könnte, nahm ich mir nicht mal die Zeit zum Packen, sondern war in 0, nichts unterwegs. Und so begannen die Abenteuer des Schatzsuchers Anonym und die schwierige Suche nach dem Schillerzweig. Gut, das haben wir jetzt im Band 1 erfahren. Band 2 finden wir vermutlich nicht hier. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann hier auch nichts untersuchen oder so. Naja, gut, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite und laufen die Treppen hinunter. Moment mal. Hier ist kein Bücherregal hier hinten, ne? Nicht, dass ich da irgendwie was übersehen habe. Nee. Gut, dann laufen wir mal runter und schauen mal, was hier unten los ist. Oh, hier unten scheint auf jeden Fall jemand zu sein. Okay. Kinder, die auf der Bank liegen. Warum liegen sie auf der Bank? Ich habe Angst. Tommy, wo bist du? Ja, wir werden ihn suchen gehen. Das ist eine Höhle. Oh mein Gott, was macht denn eine Höhle hier im Waisenhaus? Das ist aber kein gutes Zeichen. So, hier ist nichts drin gewesen. Ja, was auch immer das war, wir haben's. So, Moment, mit dir spreche ich gleich. Okay. Ja, Mike, ihr müsst mir zuhören. Als wir bemerkt hatten, dass Tommy verschwunden war, haben wir das ganze Waisenhaus durchsucht. Das Einzige, was wir dabei gefunden haben, war eine Treppe, die unter die Erde führt. Keiner von uns hat sie je zuvor gesehen. Meint ihr, er ist vielleicht dort runtergegangen? Was meint ihr, wo die Treppe wohl hinführen könnte? Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Wir werden einfach mal reinlatschen und uns überraschen lassen. Höhlen unter Istanbul. Okay, so erstmal hier die Karte aufrufen, alles klar. Oh, er ist noch hier mit uns dabei. So, dann bin ich mal gespannt. Der wird ja uns in den Kämpfen bestimmt begleiten. Spinnenweben, oh nee, das muss nicht sein. Spinnenweben, da bin ich jetzt so kein Fan von. Eine Gruppe von Gegnern erscheint, alles klar. Oh, 2, 4, 5. Aufstellung. Nee, ich kann mit ihm gar nichts machen, oder? Nee, ich kann ihn nicht auswählen, ich kann nichts tun. Aber okay. So, dann greifen wir Dracolith an. Gut, erfolgreich daneben geschlagen, so wie sich das nicht gehört. Der Stahl, was? Der Stahlplatz? Zaubern. Knistern. So. Bitteschön. Das dürfte doch gar kein Problem sein. So, Mike, mit deinem neuen Schwert. Oh, komm, hau drauf. Oh. Oh, der benutzt zwei Hände. Hey. Nicht ausweichen. Hört auf damit. Das ist bei den Fliegen. Ah, das ist hier Dings gewesen, ne? Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit D. Donda, ne? Oder Donner? So irgendwie. So, nochmal Knister einsetzen, bitte. Ja, wer sagt's denn? So, komm, Eric. Jawohl. So, auch du darfst gerne angreifen und sie trifft. Ja, der hat einen B-Händler. Der hat kein, das ist kein Schwert. Gewährt eine geschmeidige Haltung, welche die Anzahl ausgeführter Paraden stark steigern kann. Okay. Aber trotzdem, ich finde dieses Schwert trotzdem toll. Also optisch zumindest. So. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. Jedes Gruppenmitglied erhält 226 Erfahrungspunkte. Super. Moment, ich weiß doch noch gar nicht, wo ich hin möchte. Erstmal in die Sackgasse will ich ja. Ich komme hier noch nicht mal. Ah doch, ich komme hoch. Eklig. Super, aber da kommt jetzt keine Spinne, wenn ich dann jetzt hier durchlaufe, oder? Das wäre nämlich nicht schön. Ich mache hier mal alles clear, aber... Okay. Das scheint es ja dann gewesen zu sein. So, wo kommen wir hier entlang? Ah, hier kommen wir gar nicht. Kommen wir später vielleicht raus, ja, aber...
Okay, jetzt funktioniert das nicht. Oh oh. Ja, dann komm her. Okay, dann seid ihr zu dritt. Alles klar. Punkte Schaden. Hallo, es reicht jetzt. Dürfen wir auch noch mitspielen oder dürfen wir nicht? Zaubern wäre hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, Veronica. Wäre schön, wenn du jetzt dran kommst. Okay, Eric kommt dran. Veronica. Knistern. Hey, das ist Peng gewesen. Das ist nicht gut. So, und raus. Das ist es gewesen. Das war's für dich. So, und 204 Erfahrungspunkte. Ja, Eric, Stufenaufstieg von 20 auf 21. Und die 4 Talentpunkte wollen wir jetzt vorerst nicht verwenden. Okay. Was ist denn hier los? Ihr seid aber ganz schön eklig. Bist du auch schnell? Ja, tatsächlich, die sind schnell. So, kämpfen wir jetzt gegen alle drei? Könnte sein. Könnte. Kämpfen. Eric fängt an. Gift-Zombie. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir die als erstes auslöschen. Okay. Bitte nicht vergiften. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. So, zaubern. Peng, du darfst ruhig alle angreifen. Wunderbar. Mittelheilung? Ja, vielen Dank. Das ist aber nett, dass du dich da um uns kümmerst. Wunderbar. So, wenn Serena rankommt, wäre das noch schöner. Jawohl, zaubern. Säusel. Wir sind vergiftet. Ich wusste doch, dass das passieren wird. Eric ist verseucht. Na, ganz toll. So was haben wir gebraucht. Angreifen. Jawohl. Der ist raus. Mike. Es wird alles gut. So, Veronica. Nein, Serena ist dran. Warte, wir hatten doch was. Entgiftung. So, Mike wird als erstes mal entgiftet. Der hat nämlich die wenigsten HP. TP, Entschuldigung. Knister. Und aus die Maus. Mittelheilung für Mike, danke. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Edge, was ist Edge gewesen? Ist Gott sei Dank verfehlt. So, komm. Jawohl, raus. Stumm ist Edge gewesen. Jawohl. So, jetzt muss ich nur den Giftzustand heilen. So, und 508 Erfahrungspunkte. Da kann man nicht meckern. Wirklich nicht. Und ich habe alle drei erwischt. So, Moment. Verschiedenes, alle heilen. Sehr schön. Gut. Das haben wir hinbekommen. So. Hier liegt nichts. Ich laufe doch gerade nochmal zurück. Und das möchte ich doch gar nicht. Ja, wir müssen hier lang. Ah, das hier ist der Weg. Bin ich aber hier hinten gewesen? Ich habe mich doch hier genau umgeschaut, ne? Ah, hier ist noch einer. Okay. Das ist es gewesen. 5 Gegner sind hier mit dabei gewesen. 474 Erfahrungspunkte. Oh, eine Schatztruhe. Okay. Rotes Kleinod erhalten. Alles klar. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, die responden immer so schnell. Das finde ich hier ein bisschen blöd gemacht in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich glaube, ich muss hier dann mal gerade auf allen Vieren. Ja. Spinnenweben, ekelhaft, ekelhaft. Aber hier ist eine Sackgasse. Ja, wenn hier jetzt gleich eine Spinne runterkommt, flippe ich aus.
Aber es muss ja irgendwo hier eine Spinne geben, weil ohne Spinnen gibt es keine Spinnenweben, ne? Hallo? Ah, ihr seid nur zu zweit? Okay. Bei dem nächsten Kampf werde ich euch dann nochmal rausschneiden. Stumm. Oh nein, Eric. Bei Eric ist es nicht so schlimm. Ah, Mike ist stumm. Das ist bei ihm jetzt auch nicht so schlimm. Bei Serena und Veronica wäre das jetzt nicht so prickelnd gewesen. Wenn jetzt einer von denen stumm geworden wäre. So, komm. Jawohl, Bodo. Gut gemacht. Bodo. So, komm. Mach den platt. Gut, dann wird... Jawohl, mit einem Critical Hit. Sehr gut gemacht, Eric. Sehr schön. Und? 136 Erfahrungspunkte. Hier gibt es bestimmt einen Spinnenboss oder so. Klumpen Silbererz erhalten. Aber dann hätten wir ja schon vorher mal mindestens einmal gegen eine Spinne gekämpft, oder? Findet ihr nicht auch? Und jetzt könnte ich hier wieder zurückspringen zum Anfang. Dann wären wir wieder am Anfang. Ja, nee. Das machen wir aber nicht. So, ach Gott, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie die Zeit hier ständig fließt. Ja. Alles klar. Ja, komm, wir kämpfen gegeneinander. Oh. Zwei Giftzombies. Oh, Kubkraft. Die Kubkraft von Mike. Ja, dann greif mal an. Es darf gerne noch jemand sich jetzt mit seiner Kubkraft auseinandersetzen. Vielleicht können wir dann nochmal irgendwas zusammen starten. Ritz. Jawohl. Was auch immer das sein mag, aber es war toll. So, der eine ist schon mal raus. Jawohl. Da haben wir schon mal zwei. Ich möchte abwarten. Ich glaube, Serena oder Veronica müsste dann im Anschluss kommen. Deshalb werde ich da jetzt mal noch nichts einsetzen. Dass wir irgendwas Tolles haben. Mittelheilung für Serena. Dankeschön. Giftzombie, genau. Angreifen. Sehr gut gemacht. Giftzombie, das war's. 248 Erfahrungspunkte. Rionaldo von Stufe 19 auf 20. Und hat ebenfalls den Zaubersäusel erlernt. Was? Oh, Rionaldo lernt eine neue Kubkraft, die mit Mikes Hilfe benutzt werden kann. Feuersturm. Und nur Rionaldo muss gekräftigt sein. Okay. 3 Talentpunkte? Nein. Sehr schön. Ja, das macht mich doch glücklich. So. Hallo? Ich breche dir das Kreuz mit meinem tollen Schwert. Ja, na super. Und gleich 3 Giftzombies. Haben wir sonst nichts zu tun. Praktiken? Ne, wir wollen kämpfen. Zaubern. Ich glaube, Peng ist hier nicht schlecht. Ja, sag ich doch. Zaubern. Hubkraft. Nein, die wollen wir nicht einsetzen. Jawohl, ist raus. So, Hubkraft. Beide Ausführenden müssen gekräftigt sein. Genau. Verbrannte Erde. Ja, kennen wir auch alles. Komm, aber Serena oder Veronica. Einer von euch müsste doch jetzt auch mal gleich loslegen. Super. Zaubern. Entgiftung. Mike. Super. So, dann klatsch du mal auf den drauf. Das ist es gewesen für ihn. So, wenn wir Glück haben. Ja. Ist es auch für ihn gewesen. Die Giftzombies wurden besiegt. Jedes Gruppenmitglied erhält 372 Erfahrungspunkte und Veronica steigt ebenfalls auf. Von Stufe 20 auf 21 und Veronica hat einen neuen Zauber erlernt. Und zwar der Brutzler. Ja, 4 Talentpunkte. Und nein, die wollen wir nicht sofort verwenden. Aber im nächsten Kampf werden wir mal den Brutzler einsetzen. Dann wollen wir doch mal ekelhaft
Ich mag das nicht, wenn Gegner aus dem Boden kommen. Ich erschrecke mich doch immer so. So. Ich würde gerne den Brutzler einsetzen. Ja, dann greif du einfach an. Veronica, Brutzler, verbrennt eine Gruppe von Feinden mit einer lodernden Flammenwand. Ja, dann mach doch mal. Wir wurden ja auch schon mit diesem Zauber angegriffen, aber wir haben ihn bisher selber noch nicht zaubern können. Ist das dein Ernst jetzt? Jetzt bin ich wieder vergiftet. So, du bist dann mal raus. Serena, du wirst uns entgiften müssen. Danke für die Mittelheilung. Zaubern, Entgiftung, Mike. Daran ändert sich ja nichts. Daran wird sich nichts ändern. So, Angriff. Lebt aber noch. Zaubern. Knister. Jawoll. Perfekt. Zwei Feinde auf einmal erledigt. Jedes Gruppenmitglied erhält 372 Erfahrungspunkte. So, dann wollen wir doch mal hier rein. Hier ist eine Leiter. Was sind das da unten für Monster? Oh, das muss nicht sein. Wenn wir denen zu nahe kommen, kommen die raus. Fettig. Ich muss mal kurz die Karte aufrufen. Ja, ich möchte eigentlich nicht diesen Weg. Doch, das ist eine Sackgasse. Ich sollte hier ran. Ach, das sind die Vögel. Ja, okay, wir kommen gleich wieder. Ich muss aber erstmal hier durch. Ja, ich komme auch wieder. Ich laufe ja diesen Weg eh nochmal zurück. Deshalb laufe ich erstmal in die Zombies rein. Okay, ich wollte euch eigentlich rausschneiden, aber ich habe gesehen, dass wir hier dann eine andere Gegnerkonstellation haben. Und dann dachte ich, ich muss euch dann doch wieder mit hinzupacken. Metallschleim. Okay, Veronica erleidet keinen Schaden. Habe ich das richtig gesehen? Treffen wir die? Ja, wir treffen sie. Okay, kümmert du dich um den Gift-Zombie? Veronica. Zaubern, Säusel. Oh. Das war nicht effektiv genug. Oder überhaupt nicht effektiv. So, Brutzler. Dann Metallschleim. Setzen wir mal den Brutzler ein. Keine Wirkung. Zauber haben keine Wirkung. Aber sie können zaubern. Immerhin. Okay. Mike? Ach, Eric? Er fehlt. Nicht so gut. Okay. Der ist schon mal raus. Einen haben wir. Dann probier du mal dein Glück. Mit 44. Ja, sehr nice. Critical Hit. Ja, danke schön. Der fehlt. Bodo. Ja, das hat keine Wirkung. Oh, jetzt ist er abgehauen. Nicht so toll. Der Metallschleim ist abgehauen. Und Giftzombie ist auch erledigt. Und wie viele Erfahrungspunkte? 4144 Erfahrungspunkte. Sehr nice. Mike von Level 21 auf 22. 3 Talentpunkte. Serena von 20 auf 21. 4 Talentpunkte. Eric von Stufe 21 auf 22. Und einen neuen Zauber. Cook erlernt. Talentpunkte sofort verwenden? Nein. Aber ich möchte den Cook-Zauber auf jeden Fall mal gleich ausprobieren. Falls das ein Zauber ist. Einen Meucheldolch erhalten. In den Ausrüstungsbeutel. Okay. So, hallo, ich bin bereit. Hey, ihr dürft gern aufstehen. Hey, wie sieht's aus? Wunderbar. Gegnerkonstellation? Stahlpatzen. Ne, Stahlspatzen, so rum. Okay, wir kämpfen trotzdem. Oh, jetzt meine Kugkraft weg. Jawohl, der ist paralysiert. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Er ist gelähmt. So, dann kümmern wir uns hier um diesen Stahlspatzen. Odo, wie geht's? So, du greifst den anderen an. Und Eric, du musst Cook einsetzen. Ich will wissen, was mit Cook passiert. Guck. So, nochmal. Daneben. Ja, jetzt hat sie ihre Kraft, ne? Bringt uns aber jetzt gerade nichts. Okay, zaubern. Fähigkeiten.
Zauber. Hä? Hast du nicht Cook gelernt? Schlummerstoß. Züchtiger. Ein hinterhältiger Hieb, der schlafende oder verwirrende Feinde sechsfachen Schaden erleiden lassen kann. Sticht einen Feind auf eine spezielle Weise, durch die selbiger gelegentlich verseucht wird. Okay, warum nicht? Aber ist nicht vergiftet. Ja, ich dachte, er hätte Cook. Irgendjemand hat auch Cook gelernt. Vielleicht habe ich mich dann verlesen. Da muss ich mal bei jemand anderem gucken. Wer ist dran? Eric wieder. Da muss ich dann vielleicht mal in der Nachbearbeitung drauf achten. 108 Erfahrungspunkte. Danke. Ich laufe nicht in die richtige Richtung. Ich laufe nicht in die richtige Richtung. So. Hallo? Ja, du auch? Okay. Schläft er noch? Stahlspatzen. Schon wieder. So, jetzt gucke ich hier aber nochmal. Bei jedem durch. So, Fähigkeiten. Ja, bei ihm ist es nicht. Du darfst normal angreifen. Leonardo ist es auch nicht gewesen. Ich war der festen Überzeugung, dass es Eric gewesen ist. Fähigkeiten. Nö. Zauber. Auch nicht. Sie ist es auch nicht gewesen. Fähigkeiten. Angreifen. Zaubern. Nö, auch nicht. Veronica. Fähigkeiten. Zauberbann, Antimagie und so weiter und so fort. Edge, Wirrwarr, Multiverlangsamung. Nee. Ja, es ist auch nicht dabei. Keine Ahnung, was mit Cook los ist. Okay, Moment. Ich werde jetzt sicherheitshalber Rionaldo mal mit reinnehmen, weil das lässt mir sonst keine Ruhe. Rionaldo. Du musst mal rein. Taktiken? Ah, jetzt kann ich mit ihm nicht angreifen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Mit Mittelheilung. Für Veronica, okay. Sorry, Ronaldo, ich brauch dich. Zaubern. Nein, Fähigkeiten? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Feuriges Solo. Ja. Nee. Dann bin ich überfragt. Ich muss in der Nachbearbeitung nachschauen. Veronica ist gekräftigt. Na, sieh an. So, wenn ich jetzt auf Kuhkraft gehe. Ja, Segen, ne? Darauf wollen wir aber vorerst mal verzichten. Und ich setze hier Knister ein. Das dürfte ausreichen. Ja, und es hat ausgereicht. Die Stahlspatzen wurden besiegt. Jedes Gruppenmitglied erhält 180 Erfahrungspunkte. Oh, hier ist noch der andere. Ah, der haut ab. Sehr schön. Soll mir recht sein. Dann kletter ich jetzt mal hier unten durch. Und werde hier stehen bleiben, meine Lieben. Denn ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Und im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.